Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute einen würzigen Hähnchentopf zeigen. Dieser macht derzeit als Curry-Hähnchentopf in den französischsprachigen Coqueo-Gruppen die Runde. Allerdings hat mein Mann mich gebeten, auf Curry zu verzichten und so habe ich auf Pizzagewürz zurückgegriffen und dem Ganzen somit eine leicht mediterrane Note gegeben. Mir schmeckt es allerdings mit Curry um Welten besser. Also beim nächsten Mal werde ich wieder zur Currydose greifen. Das Video ist sehr einfach, also das Rezept ist sehr einfach umzusetzen, wieder schnell, einfach und lecker. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem neuen Video und beim Ausprobieren. Und ich wechsle zur manuellen Eingabe, klassisches Garen, Braten und der Topf wird erhitzt. Etwas Öl wird angegossen, Zwiebeln werden zugegeben und angebraten. Zwei Hähnchenschnitzel werden zugegeben. Zwei Teelöffel Pizzagewürz, ein Dreiviertel Teelöffel Vegeta. Ich verwende Vegeta Natural, das ist Vegeta ohne Glutamat. Eine Dose Pizzatomaten, 200 ml Wasser werden angegossen, ein Brühwürfel wird zugegeben. Der Deckel wird geschlossen und ich wechsle zur Einstellung Garen unter Druck für 6 Minuten. Und es wird abgedampft. Und ich verlasse das Programm. Und öffne den Topf. Nun werden etwa 2 Esslöffel Tomatenmark untergerührt. Dabei genügt uns die Restwärme.